Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fußballmanager 2020. Ha, ich hab's gelernt, es ist nicht FIFA. Ja, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, dass die zwei Spiele schon erledigt sind. Ja, das ist so, weil mir leider zwei Aufnahmen geflötet sind, flöten gegangen sind. Es ist jetzt nicht so viel passiert. Wie wir sehen, haben wir hier zweimal gewonnen. Stehen jetzt vor dem Ligaauftakt gegen Waldhof Mannheim. Was ist noch passiert? Wir haben Niedermeier verpflichtet. Lehnwald hatten wir, glaube ich, vorher schon. Den haben wir zur Probe. Da weiß ich aber noch nicht genau, ne? Den nehme ich mal zur Kenntnis. Den nehme ich mal zur Kenntnis. Ja, das war's zum größten Teil eigentlich erstmal. Wir haben noch 100 bla 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 schieß mich tot zur Verfügung. Und da gucken wir doch jetzt mal, was wir hier in der dritten Liga dann halt noch so verpflichten können. Ich überlege gerade, wer so letztes Jahr in der dritten Liga ein ziemlich erfolgreicher Torschütze war. Was hat Würzburg so an Spielern? Sané. Ergänzungsspieler. Was haben die, finde ich interessant. Dann würde ich ein Angebot machen. 90.000. Ich biete mal 60. Okay. Wie sieht es mit 65 aus? Siebenundsechzig. Sehr schön. Machen wir ihm natürlich auch. Oh. Okay. Da habe ich natürlich falsch spekuliert. Ist ganz klar. Das Teambuilding ist schlecht. Taktik, da gucke ich definitiv nochmal rein. Das Spiel mache ich kürzer. Das Tempo auch höher. Ja, das lasse ich alles so. So, ich mache erstmal Aufstellung und dann stelle ich um. Poschwitz, nein, da kommt Poirier rein. Das ist definitiv. Fürstner-Lehring finde ich okay, weil ja Bürger noch verletzt ist. Warum ist der nicht registriert? Hier, die verstehe ich ja, aber warum ist er nicht registriert? Ach, Kinders, Kinders, Kinders. Ach, Spieler. Gianluca Korte. Wenn wir Gianluca Korte dazu zwingen können, seinen schwächeren Fuß zu benutzen, würden sie eine Gefährlichkeit, würde seine Gefährlichkeit erheblich eingedämmt werden. Bla bla bla, das interessiert mich jetzt gerade nicht.
Aber warum ist der Bürger nicht registriert? Das verstehe ich nicht. Kann ich das hier? Das finde ich auf jeden Fall noch. Kurz gequatscht mit ihm. Kommt ja auch bald zurück. Egal, dann gehen wir zur Begegnung. Halle gegen Magdeburg geht 1-1 aus, erstes Spiel der Saison. Okay, Sané können wir nicht verpflichten, das ist schade, weil er kein Interesse hat. So, oh, das sieht natürlich alles nicht gut aus. Sieht's mit dir aus? Sehr etwas 200 wert, das ist mir schon klar. Ich biete mal 100. 200 haben, ich biete mal 125. Biete 195, ich biete mal 150. Ist zwar ein Mittelfeldspieler, aber ich würde ihn gerne haben, sagen wir so. Posteingang. Vorschau, interessiert mich gerade nicht. Das ist mein Ziel, obere Hälfte ist okay. Ja. Fitness-Test, er kann nicht spielen. Das dachten wir uns doch schon. La 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 la. Kommt Siegele für Gordon rein. Siegele darf hier auch direkt in die erste Mannschaft. So. Mit der Mannschaft spielen wir jetzt das Spiel. Du kriegst die drei. Die drei, bitte. Es ist immer noch ziemlich laut. Obwohl ich es eigentlich runtergeregelt habe. Kann ich das hier noch irgendwo einstellen? Leider nicht. Leider nicht. Lalalala. Einstellungen? So, die Mannschaftsansprache. Zeigt Männer, was ihr drauf habt. So, die Spieler sind gut drauf. Es geht los. Da laufen die Mannschaften ein.
Mannheim mit dem Anstoß, aber ganz schnell schon erobert, nach weniger als 10 Sekunden von Braunschweig. Lehring legt auf die rechte Seite zurück. Ja, die Biancardi, sorry. Kammerbauer zurück auf Lehring. Der in echt schon nicht mehr bei Eintracht Braunschweig spielt. Oh, wieder Biancardi im Strafraum, aber geklärt von Konrad. Ja, hier sehen wir auch mal die Aufstellung von den Mannheimern. SV Waldhof. Ach ja. Jetzt kann ich mir hier einstellen, wie ich das haben möchte. Entschuldigung, da musste ich niesen. Ich hoffe, ich habe mich rechtzeitig. Nee, das war das nicht. Mach ich mal da. Da mache ich das. Hier weiß ich aber nicht mehr, was Feedback. Nee, das war nicht Feedback. Nee. Das ist ja oben. Quatsch. Mache ich das mal. Mache ich das mal so. Und weiter geht's. Biancardi, Kammerbauer. Die beiden geliehenen in der Startformation. Niedermeyer auf Bär, der Ablage zu Poirier, der verwandelt nicht. Gehalten von Königsmann. Schade. Jetzt Einwurf für Waldhof. Konrad am Ball. Zu Segert. Der aber mit dem Abspielfehler Kiewski holt sich den Ball. Jetzt über die linke Seite. Feigen sparen. Er zieht aber in die Mitte. Auf rechts Biancardi. Lehrig wieder. Biancardi mit Platz. Kammerbauer. Auf Lehrig, auf Fürstner. Der auf Poirier. Bär, Kopfball, Tor. 1-0 für uns. Sehr schön. Konrad wieder mit dem Einwurf zu Ferrati. Das war knapp drüber von Sulemani. Königsmann mit dem Abstoß in der nächsten Szene. Über die linke Seite geht Gogodia. Entschuldigung, das sind nicht die Namen, mit denen ich sonst mich viel beschäftige. Das sind eher die Braunschweiger. Mit dem momentanen Spielstand sind wir Tabellenführer und Halbzeit. Gut, gehen wir in die Kabine.
Entschuldigung, ich muss mir gerade einmal die Nase schnäuben. Sagen wir der Mannschaft. Mir gefällt, was ich sehe, weiter so. Alle sind extrem begeistert. Die Mannschaft könnte mit uns durch Wände gehen. Für uns. In Mannheim bei Regen. Jewski auf links, aber aus der Szene wurde nichts, aber es gibt Einwurf für Eintracht. So. Konzentration. Die sind überfordert. Sind überfordert von. Und dass sie sich konzentrieren sollen. Alles klar. In der 60. Minute machen wir unseren ersten Spielerwechsel. Die bekommt für Biancardi. Kiewski mit dem Freistoß. Siegele, aber vorbei. Wen nehmen wir jetzt raus? Feigenspann hat eigentlich die schlechteste Bewerbung, aber für, genau für diese Position habe ich keinen. Jewski Schlüter kommt. Genauso machen wir das. De Ville kommt bei Mannheim. Nerik mit der gelben Karte. Der letzte Spielerwechsel. Kessel kommt für. Ich muss es wieder anders einstellen, sonst geht das nicht. Pass auf, wir machen es Butaro. Butaro kommt für Poirier. Wir sind jetzt etwas vorsichtiger. Korte ist raus, dafür kommt Löchelt. Lochelt. Ich sag dir nochmal, dass sie sich konzentrieren sollen. Bleibe ruhig. Aber Freistoß für Mannheim. Aber eine sichere Sache für Fesic. Der die Hände an den Ball bekommt. Aber schlechter Abstoß. Hofi kommt an den Ball, aber geklärt. Nerik mit dem Ball nach vorne und dann ist die Szene vorbei. Mannheim mit den letzten Angriffsbemühungen. Marx am Ball. Mit dem langen Ball auf De Ville. Kofi kommt an den Ball, legt ab zu De Ville. Konrad und Fesic hat ihn gehalten. Lass dir Zeit, Fesic. Kurzer Abschlag auf Niedermeyer. Der auf Kammerbauer. Der legt ihn wieder zurück. Der Ball wird weit nach vorne geschlagen und der Ball ist sofort wieder weg. Einwurf Eintracht Braunschweig. Lasst euch Zeit, Männers. Konter, De Ville, Tor. In
in der letzten Minute, wie immer. Was heißt hier wie immer? Ist ja das erste Spiel, aber es ist ärgerlich und Mannheim weiter im Vorwärtsgang. Ferrati auf rechts außen. Abstoß und damit dürfte das Spiel vorbei sein. 1-1. Ich bin unzufrieden mit der Leistung. Enttäuschend, aber gut. Natürlich nehmen wir an der Pressekonferenz teil. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Ziele mit den... Es gab eine Menge Nachspielzeit. Haben Sie erwartet, dass so lange nachgespielt wird? München im ersten Pflichtspiel haben Sie... So. Auf 5,5, da gehen wir auf 90. Da machen wir 20 draus. 1,5, 5,5, 1. Und hier 25%. Das scheint in Ordnung zu sein. Gut, dann machen wir das genauso. Zack, fertig. Aber einen neuen Spieler. 12.660 Dauerkarten haben wir verkauft. Wir sind nach dem ersten Spieltag Siebter. Kiewski steckt wieder voll ins Trainingsend. Das ist gut. Verfügbar für die U19 bis Match Fitness für 60 Minuten. So, Posteingang, Trainingswoche. Wir gehen mal auf Ballbesitz diese Woche. Training. Beiersdorf bestätigt Wechsel. Er ist in Ordnung. Die Sache ist die, wenn Kobi wieder fit ist. Zur Kenntnis nehmen, zur Kenntnis nehmen. Bla bla bla, Berichte. Scouting-Bericht dann vorher. Ne, aber den wollen wir nicht. Den wollen wir nicht. Budget angleichen.
So, gehen wir weiter. Kaderregistrierung. Doch, Bürger, du bist natürlich drin. Du bist drin. Komm, du bist auch drin. Du bist auch drin. Alles klar. Und wir weisen die Trikotnummern zu. Liedwald ist Verteidiger, der bekommt die 4. Du bist nicht registriert. Bist auch Verteidiger. Schon wieder genießt. Meine Güte. Wo ist die 18 denn echt? Ich bin mir aber nicht sicher. Du bist nicht registriert, das brauche ich. Du hast keinen Anspruch, also gehst du auf die 32. Das ist ein interessanter Spieler, der spielt ja auch jetzt. Wir nehmen auch an der Pressekonferenz teil. Links. Ich werde nicht mit Ihnen über die Disk. So. Ich speichere das Spiel. Ich habe mir nochmal die Nase geputzt, aber jetzt gucken wir hier noch ganz schnell durch. Jupp, hat einen Tab. Bürger steigt. Das juckt mich gerade nicht. So, damit ist das Video vorbei. Es tut mir leid, dass die letzten beiden Parts nicht mehr aufzufinden sind, aber das ist nun mal so. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Abonniert mich gerne, wenn es euch gefällt. Ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen als ciao, ciao, euer Broker.